Hallo Freunde und herzlich willkommen hier bei Levis Cards. Ich begrüße euch zu einem Unboxing. Ja, ich habe heute wieder ein Lego-Spiel am Start, denn ich möchte die Lego Week komplett machen und dazu gehört halt dieser Titel hier. Ich hatte zwar schon heute den Hobbit für PS4 ausgepackt, aber jetzt kommen die Avengers von der Mittelerde zu der Superheldenerde. Marvel Avengers von Lego, kommt natürlich von TT Games und Warner Bros. Games. Hier steht zwar 30 Tacken, aber ich habe dafür, ich weiß jetzt nicht mehr genau, aber viel weniger bezahlt. Auf dem Cover sehen wir hier Mr. America, Iron Man und die ganzen Superhelden im Hintergrund. Werden wir uns gleich nochmal anschauen, wenn wir es ausgepackt haben. So, die Avengers gibt es natürlich Filme von und wer die Filme geschaut hat, möchte sicher auch was zocken und da bieten sich doch diese Lego Games am besten an. So, vereine alle Kräfte, erlebe deine Lieblingsmomente aus Marvels, die Avengers, Avengers Age of Ultron, Iron Man 3, Captain America, The First Avenger, dann The Return of the First Avenger und Thor The Dark World im klassischen Lego-Stil. Und ich meine, mich erinnern zu können, dass hier sehr viele Charaktere freigeschaltet werden können. Sehr, sehr viele, ja. Schalte neue klassische Marvel-Charaktere frei. Erkunde neue offene Welten. Entfessle Teamfähigkeiten. Das alles kann man dann... Oh, ich muss mal die Kamera ein bisschen neu positionieren, Freunde. Da sehen wir die wunderschönen Spielzeuge in Avengers Form. Richtig cool. Captain America, Iron Man. Das Ganze kann man 1 bis 2 Spieler zocken oder auch im Koop-Modus mit bis zu 2 Spielern. Kinect und Sprache sind optional. Das Ganze braucht 10 GB auf eurer Xbox-Platte. Hier oben ist übrigens Thor. Und ja, alles dabei, was Rang und Namen hat in der Superheldenwelt der Avengers, Freunde. Das Ganze mal aus. Zack, da haben wir das gute Stück. So, da sehen wir. Ja, ich finde es immer cool, wenn das Design der Disc anders ist als das Frontcover. Auch ein sehr schönes Motiv mit den Superheroes der Avengers. Ja, was haben wir hier Schönes? Ein schönes Booklet. Ja, hatten wir schon bei den Hobbit, das Lego gerne Booklets reinlegt, das finde ich sehr respektabel. Denn hier wird zum Beispiel erklärt, wie die Steuerung so ist. Ja. Und da es ein Xbox One Spiel ist, ist natürlich auch der Xbox One Controller abgebildet. Klar. Und was es alles bedeutet, welche Tasten, was ist. Powerplay. Mal gucken, welcher Cheater uns auf der letzten Seite erwartet. Okay, hier sind keine Bilder drin, nur halt Beschreibung. Jetzt kommt's, Freunde. Oh, der Cheater. Den haben sie festgenommen, oder was? Nee, also bei Hobbit war ja hier so ein Kind und hier ist, naja, nur Cheatcodes halt, ne? So, natürlich, wie immer, Werbung zu den Realspielzeugen, die man sich parallel dazu holen kann. Aber zumindest ist etwas da drin, Freunde. Machen wir es wieder zu. Zack, zack. Das war das Unboxing zu Marvel Avengers von Lego. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ach, übrigens, wir wollten noch mal gucken, was sich unter dem Sticker verbirgt. Hier, der hier. Mit dem Laserblick, glaube ich, ist das. Dann haben wir hier die Freundin von
dem guten Wolverine, meine ich. Hulk ist darauf. Da hinten sind dann die ganzen anderen. Ja. Und ganz vorne Captain America mit seinem Schild. Ja, Leute, das war das Unboxing zu diesem Spiel. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich sage bis demnächst. Bye, bye.